Besonderes. Haben uns gedacht, wir machen einfach einen Rückblick auf die letzten Eckscheine. Und euch erwartet viel Gesang, Schauspiel und Tanz. Und der erste große Eckstein, das war Matrix mit Neo und Trinity. Und diese beiden sind jetzt in ein wunderschönes Hochhaus in Las Vegas gezogen und haben dort alles, was man braucht. Naja, außer Gott, aber vielleicht lässt sich das ja noch regeln. Zur Parteienlandschaft in Deutschland. Wer will eine Partei ernst nehmen, die sich den Namen Die Piraten um den Hals hängt? Im Ernst kann sowas doch nichts werden. Ist aber was geworden. Nicht so viel, aber dauernd mehr und steigt rasend. Ich habe diese Aussage nicht zu interpretieren. Ich habe hier klar darauf hingewiesen, dass es unser Beitrag sein wird, zu den Bemühungen im Sicherheitsrat dazu beizutragen, dass die Kämpfe beendet werden können und dass sie... 2,5 Minuten. Gott gibt. Wer ist Gott für mich? Für mich ist Gott
Taten erleben. Genau. Heute ist das Thema Rückblick. Und ich habe heute so überlegt, was war denn mein erster Eckstein? Mein erster Eckstein war in und out. Und plötzlich war es genauso. Ich habe halt davon erfahren durch Olli, der mein Religionslehrer war. Und ich war total skeptisch, weil ich gar nicht so wusste, was Eckstein überhaupt ist. Und als ich so ins Leben hineinkam, war ich total viele Leute, noch total viele meiner Freunde. Ich setzte mich dazu hin und war total gespannt, wann es endlich anfängt. Und ja, dann fängt der Eckstein an. Und die Lieder, die da so gesungen wurden, die waren ganz schön viele auf Englisch und die kannte ich halt auch gar nicht. Und eigentlich, das hat mich total gewundert und davon habe ich auch total den Ohrwurm gehabt. Das war One Day Jesus. In dem Lied geht es halt so darum, dass Jesus so der Weg zu Gott ist. Jesus macht halt so die Türen auf, dass wir halt so an Gott glauben können und dass Gott uns auch bei allen will. Davon habe ich nachher auch ganz schön viel gesungen und meine Freunde damit gelernt, aber ja, dann kam ich für Spaß. Also da konnte man so in der Schule war, da konnte man reingehen, da war halt so eine Kamera und ein Mikrofon, konnte dann halt sagen, was drin ist und was auch ist. Ich und meine Freundin, die gingen dann halt rein und dann sagte ich, innen sind Conyers und außen sind Whiskey-Fan. Und das so geschnitten, dass Whiskey halt total oft vorkam. Das war auch total lustig. Und dadurch kannten mich später auch viele Leute. Ja. Nach dem Eckstein war noch Disco. Und ich unterhielt mich so mit Freunden über die Zeugnisse von den Leuten, zum Beispiel von Julian oder Antonia. Das brachte mich irgendwie zum Nachdenken. Ich habe halt schon überlegt, wie ist das eigentlich mit mir und Gott? Und ich wollte halt auch mehr über Gott wissen. Ich fing an, Gott Fragen zu stellen, also ich betete so oft. Und wartete halt auch auf eine Antwort. Und ja, ich kam halt auch so in die Gemeinde mit meinem Bruder Paul. Und dann ging ich halt so zum Abendgottesdienst und zum Jugendkreis. Und dann wurde es halt immer regelmäßiger. Und ich glaube, dadurch lernte ich Gott auch viel mehr kennen. Ich machte auch meine Freunde zur Gemeinde. Und ich glaube, dadurch ist Gott auch die Basis von den Freundschaften geworden. Bei uns steht halt Gott einfach an erster Stelle und wenn irgendwas ist, können wir halt gar nicht darüber reden, über Deutsch und so. Und es fällt uns überhaupt nicht schwer. Und wir beten halt auch, weil wir Probleme haben, oft füreinander. Und bitten auch Gott zu um Beistand. Und ich glaube, Eckstein war für mich so ein Startschuss. Und so von Gott, dass Gott halt mal immer zum Eckstein und lernt mich einfach kennen. Und ich glaube, das könnt ihr auch. Wenn ihr Gott kennenlernen wollt.